Hallo meine lieben YouTube-Freunde, das Jahr 2019 ist ein Merkurjahr. Da es am Sternenhimmel keine allzu großen Spannungen geben soll, könnte es ein erfreuliches, ja sogar ein friedliches Jahr werden. Wäre da nicht ein Staatsmann, der mit seinem fast amateurhaften Verhalten uns doch Sorgen bringt und schlimme Kriege? Zum Beispiel zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Ja, und das hat Nostradamus angekündigt. Kann es sein, dass dieser Krieg nicht mehr auf sich warten lässt? Iran ist die Hochburg der Schiiten und Saudi-Arabien der Sunniten. Diese beiden verstehen sich absolut nicht. Und trotzdem werden Waffen über viele Milliarden Dollar an Saudi-Arabien geliefert. Und gleichzeitig wird der Vertrag mit dem Iran gebrochen, der den Bau einer Atombombe verhindern sollte. Somit sind die Voraussetzungen für einen höllischen Krieg leider geschaffen. Es ist bereits Krieg, der bisher wenig Beachtung findet zwischen den Schiiten und dem Jemen. Zurzeit spitzt sich in der Welt alles mehr und mehr zu. Wenn wir darüber nachdenken, wie es in der Welt aussieht, dann kann man schon in Sorge sein. Aber es ist zu hoffen, dass dieses Unheil gestoppt werden kann. Und dann könnte das Jahr 2019 ein erfreuliches und friedliches Jahr werden. Nostradamus hat einen Atomkrieg in Israel angekündigt. Das könnte dem kleinen Israel die Existenz kosten. Nostradamus sagt, wer die zerstörten Städte vorzeitig betritt, wird vom Zorn und der Rache Gottes hinweggerafft. Wollen wir hoffen, dass das nicht geschieht und dieser schreckliche Krieg verhindert werden kann. Meine lieben Freunde, in der nächsten Folge bringe ich wieder für jeden Monat die Konstellationen mit den Vorhersagen Nostradamus. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.